So, liebe Leute in Hamburg, ein weiteres Video steht an. Ich glaube, das vorletzte jetzt hier in Polen. Ich habe die liebe Kerstin vor der Kamera. Die habe ich eben kurz kennengelernt nach einer Pressekonferenz gegen Atomkraft. Don't Nuke the Climate lief dort auch rum. Und die Kerstin ist nah bei Hamburg. Wir haben den Indianer aus Nordamerika gehabt. Wir haben jetzt eben eine Berlinerin gehabt. Und jetzt sind wir wieder noch etwas näher an Hamburg. Gorleben. Und Kerstin, du erzählst was über deine Person und über die Gorlebener Bürgerinitiative / die Gorlebener Rundschau, glaube ich. Gehört zusammen. Aber du hast die Stage, du kannst was erzählen jetzt. Ja, ich bin seit vielen Jahren organisiert in der Bürgerinitiative Umweltschutz Psycho Dannenberg. Das ist die BI, die vor über 40 Jahren angefangen hat, gegen die Atompläne in Gorleben zu protestieren, sich zu organisieren und auch Widerstand zu leisten. Das heißt, wir haben das verhindert, dass bei uns ein Endlager installiert wurde, im dafür nicht geeigneten Salzstock von Gorleben. Wir haben verhindert, dass eine Wiederaufarbeitungsanlage gebaut worden ist. Das waren die Pläne. Was wir aber nicht verhindern konnten, ist ein Zwischenlager mit zwei Teilen. In der einen Hälfte stehen Atommüllfässer mit schwach und mittelradioaktivem Müll. In der anderen Hälfte stehen hochradioaktive Kastortransporte. Ich kann gerne noch was zu Zwischenlagerungen und zu diesen Endlagerplänen erzählen. Da gibt es gerade viele Diskussionen, sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch international. Ich selber bin sehr viel international für die Bürgerinitiative unterwegs. Zurzeit hier auf dem Weltklimagipfel COP24 in Katowice als Teil der Kampagne Don't Nuke the Climate. Diese Kampagne, die besteht aus verschiedenen Personen von verschiedenen Organisationen von allen Kontinenten. Sind zwar heute nicht alle Kontinente vertreten, Australien hat diesmal niemand gesandt, das ist dann immer auch wer kann wann, aber wir sind im Prinzip so weltweit vernetzt, dass wir auch alle einzelnen Schritte dieser sogenannten nuklearen Kette im Blick haben. Also es fängt an bei Uranabbau, geht über die Brennelementefertigung, die Urananreicherung, den Bau oder Neubau oder auch die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken, natürlich auch den Abriss, was wir ja gerade in Deutschland noch haben. Es geht um Zwischenlagerung, es geht um Atomtransporte, es geht um die nicht gelöste Frage der, Sie nennen das immer gerne Endlagerung, also der Langzeitlagerung von gerade hochradioaktivem Müll. Ewigkeitskosten ist gefallen. Ewigkeitskosten, das sind alles Themen, die wir sozusagen bespielen, wo wir verschiedene Leute haben, die in den einzelnen Themenbereichen dann Spezialistinnen sind. Wir haben ja auch wieder viel gelernt die Tage, auch durch eure Leute. Gestern wurde diskutiert, auch dieses Abschürfen von Uran, wie viel Boden umgewälzt werden muss für ein Gramm. Das sind ja Tonnen. Ich weiß nicht, ob du da einen Wert abgreifbar hast. Aber das Nein, die Werte, da bin ich nicht irgendwie so firm. Aber die generelle Thematik, also nicht nur der Boden, der da umgewälzt wird und wie wenig Ertrag es gibt, der Wasserverbrauch. Also gerade in den Ländern, in denen es gemacht wird, sind es meistens indigene Bevölkerungen, die dort massiv geschädigt werden. Die Firmen, die rockern dahin, beuten das aus, lassen alles liegen, sanieren gar nichts und sind weg. Also ich kann mit einer Zahl dienen, von der Wismut. In Deutschland gab es auch Uranabbau. Da werden zurzeit 8 Milliarden Euro für die Sanierung aufgewendet. Und es gibt mehrere tausend Strahlenopfer. Sanierung für den Abbau, nicht Sanierung eines Atomkraftwerks. Das ist eine Uranabbaumine gewesen und für die Sanierung nach diesen Abbauzeiten, also damit jetzt nicht alles weiter dort verweht und rumfliegt und weiter das Grundwasser verseucht wird, werden 8 Milliarden Euro aufgewendet. Das ist ja unglaublich. Alle reden immer von Atomkraftwerken zurückbauen, aber allein der Rückbau oder die Renaturierung von diesen Minen, wo Uran abgebaut wird, 8 Milliarden höre ich hier. Ganz genau. Und das löst noch nicht das Problem, sondern das minimiert es nur. Nach wie vor ist die radioaktive Belastung da. Sie soll so nur in bestimmten Grenzen gehalten werden. Sehr geil. Also ich habe von den Nordamerikanern Don't Nuke the Climate-Leuten gehört. Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass ihr in Gorleben die absoluten Headmaster seid, die auch letztendlich das Netzwerken vorangetrieben habt. Und ihr schult hier auch in ihrem Aktivismus, weil ihr wart die Ersten weltweit, die so deutlich in Atomkraft eingestiegen seid. Und vernetzt euch da ganz toll untereinander. Und ihr werdet auch echt genannt hier als bestes Beispiel aus Deutschland. Das ist schön. Also ich selber sehe das so, dass wir auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung haben. Also wir haben jahrzehntelang vor allem diese Kastortransporte gehabt. Also den hochradioaktiven Müll, der gegen den Willen der Bevölkerung in den Landkreis, man kann ruhig sagen, geprügelt worden ist. Mit 35.000 Polizeibeamten.
Und da sind immer viele Menschen zu uns gekommen, bundesweit und weltweit, und haben uns unterstützt und haben gesagt, wir finden es nicht okay. Hier gibt es keine Möglichkeit, den zu lagern. Das wird einfach in eine sogenannte Kartoffelscheune gepackt. Die dient nur ein bisschen der Abschirmung gegen das Wetter, also gegen Wind, gegen Regen. Das ist überhaupt kein Schutz wirklich. Also es gibt keinen Schutz. Keine Filtersysteme, die eingebaut sind. Kein Schutz gegen Flugzeugabstürze. Kein Schutz gegen Terrorangriffe. Und diese Menschen, die uns jetzt diese ganzen Jahrzehnte unterstützt haben, die haben an ihren sogenannten Heimatstandorten mit ihrer Problematik, auch wieder diese ganze Kette betreffend, was ich gerade angesprochen habe, die haben ihre eigenen Probleme dort, sind aber trotzdem immer zu uns gekommen. Jetzt haben wir mal die gute Situation. Wir haben gerade keine Kassetransporte. Das heißt, jetzt können wir auch mal raus in die Welt. Und das mache ich auch ganz massiv. Ja. Ich reise eigentlich sehr viel rum und versuche uns zu vernetzen und versuche auch die Initiativen vor Ort zu unterstützen. Ja, cool, also alle Welt redet von Kohle. Jetzt muss man genauso weiterhin über Atomkraft reden. Wir haben hier so ein paar kleine Pflänzchen gesehen pro Atomkraft, wo sich vermeintliche Klimaengel hier durch die Gegend tanzend bewegt haben. Aber die wurden von der größeren Masse hier aber auch letztendlich sehr kritisch betrachtet. Was ich toll fand, dass auch eure Bewegung mit den Ende-Gelände-Leuten zusammenarbeitet mittlerweile. Das ist ja fantastisch, dass Kohle und Atom Anti letztendlich eine Gemeinschaft geworden ist. Hast du da was von mitbekommen? Das ist total wichtig, ja. Also das ist uns ein sehr großes Anliegen, weil wir werden sonst gegeneinander ausgespielt. Sonst sagt uns die Politik, ja, irgendwo muss ja der Strom aus der Steckdose herkommen. Und es wird immer versucht zu sagen, ja, wollt ihr jetzt raus aus der Kohle, dann brauchen wir wieder Atomkraft. Wollt ihr raus aus Atomkraft, dann brauchen wir aber Kohle. Das ist natürlich totaler Quatsch. Da stecken jeweils Wirtschaftsmodelle dahinter. Allen voran RWE. RWE ist einer der Global Player. Also es ist eine der vier Firmen, die auf dem Atomkraftmarkt ganz groß waren. Und seit sie das jetzt nicht mehr sind, weil es eben den Ausstiegsbeschluss in der Bundesrepublik gibt, also bis 2022, sollen alle Atomkraftwerke stillgelegt sein. Jetzt machen sie wieder vermehrt in Kohle, also gerade Stichwort Hambacher Forst. Da sind sie so ein Aggressor, da haben sie so fürchterlich diese Auseinandersetzung auf die Spitze getrieben. Und wir sagen ganz klar, wir brauchen keine Atomkraft, wir brauchen keine Kohle. Wir haben die Konzepte, wir haben das Know-how, wir haben auch das Geld dafür. Und wir müssen einfach mal mutig losgehen und weiter erneuerbare Energien ausbauen, Energieeffizienz fördern, Speichersysteme erfinden, die wesentlich besser sind als die jetzigen. Und natürlich auch immer über Ressourcenschonung nachdenken. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also ich versuche auch so wenig, wie es geht, zu fliegen, so oft, wie es geht, die Bahn zu nehmen. Wenn das nicht möglich ist, wenigstens nur das Auto. Aber es ist wichtig, auch selber hinzugucken. Aber die Politik muss natürlich eine Entscheidung fällen. Und an diesem politischen Willen fehlt es gerade. Cassie, das Video ist bald zu Ende. Am Ende nochmal, wenn Leute, wir haben hier gelernt wieder, Leute, werdet aktiv. Setzt euch gegen Atomkraft ein, setzt euch gegen Kohlekraft ein. Wenn Leute in Hamburg wohnen oder in der Nähe von Gore leben, haben sie eine Anlaufstelle, gibt es eine Internetseite, wir blenden es auch ein nachher. Wo findet man dich, euch mit eurer Organisation in Norddeutschland? Also ich würde gerne unsere beiden Seiten sagen. Das ist einmal die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, findet sich unter www.bi-lüchow mit UE geschrieben, also luechow-dannenberg.de. Perfekt. Und www.don't-nuke-the-climate.org. Perfekt. Das sind unsere beiden Seiten und dort könnt ihr alle Infos finden. Und eine Bitte, seid euch bewusst, wir haben leider noch kein Ende der Atomkraft und wir sind noch nicht aus der Kohle ausgestiegen. Und die lassen sich ihre Pfründe nicht freiwillig wegnehmen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir und unsere Nachkommen eine lebenswerte Zukunft haben. Also Ärmel bleiben hochgekrempelt und kein Millimeter der Atomkraft. Du stehst wie ein Fels und deine ganzen Leute, ich finde das mega, mega toll. Vielen Dank, liebe Kerstin, für dieses Video. Ich danke auch. Und ich denke mal, auch die Leute in Hamburg werden sehr dankbar sein, dich gesehen zu haben. Jo, und kommt mal rum. Ja, und kommt mal rum. Und sie können ja auch mitarbeiten, wenn sie da in der Nähe sind. Jo. Ne? Alles klar. Danke, meine Liebe.